Vom Schiffsanleger in Waldecksee bequem hoch zum Schloss in das Bergstädtchen Waldeck. Das ist nun mit der neuen Schlossbahn möglich. Nachdem die Bergbahn ihren Betrieb eingestellt hatte, musste schnell reagiert werden und so wurde die Schlossbahn ins Leben gerufen. Mit einem kleinen Sektempfang wurde sie am 8. Mai 2024 offiziell in Betrieb genommen. Und da passt eigentlich alles zu, was wir heute machen. Ja, schönen guten Tag, verehrte Gäste, liebe Waldeckerinnen und Waldecker. Mein Name ist Bruno Alt, für die, die mich nicht kennen. Ich bin der erste Stadtrat und vertrete gerade den Bürgermeister. Hier sage ich gleich noch was. Ich darf Sie alle im Namen des Magistrats und der städtischen Gremien der Nationalpark Stadt Waldeck herzlich begrüßen. Bürgermeister Vollbracht lässt auch herzlich grüßen. Er befindet sich im Krankenhaus. Auch von dieser Stelle gute Besserung. Er hat mir kurz vorher, habe ich noch von ihm ein Schreiben bekommen, das ich sofort jetzt mit einbaue und vorlese. Er hat geschrieben: Liebe Waldecker, sehr geehrte Gäste aus nah und fern, ich hätte Sie gerne persönlich hier in Waldecksee begrüßt. Aber leider kann ich das nur schriftlich aus dem Krankenhaus tun. Ich freue mich sehr, dass nach dem Ausfall der Waldecker Bergbahn ein Ersatz gefunden werden konnte. Mir war es von Anfang an sehr wichtig, den Gästen und Einheimischen eine Möglichkeit zu bieten, das Auto auf einem Parkplatz stehen zu lassen und bequem mit einer Touristenbahn die möglichen Ziele zu erreichen. Ich bedanke mich herzlich bei Herrn Wolters für die zügige Umsetzung des Konzepts. Bei Herrn Meyer von der Edersee-Schifffahrt möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, denn er hat das Projekt Tourismusbahn von Anfang an unterstützt. Ferner bedanke ich mich auch bei der AWE, den Genehmigungsbehörden, den Mitarbeitern der Stadt für die zügige Umsetzung sowie der Politik für das Tragen des Projektes. Ich hoffe nun auf die Unterstützung der touristischen Betriebe, denn nur gemeinsam können wir das schöne Projekt Waldecker Schlossbahn zum Erfolg führen. Herzlichen Dank, dass Sie alle dabei sind und ich wünsche allen eine schöne Eröffnung der Waldecker Schlossbahn hier in Waldeck am See. Das war vom Bürgermeister. Jetzt mache ich in meinem Text weiter. Heute am 8. Mai, gleich im Anschluss, erfolgt der Betriebsstart der Waldecker Schlossbahn, einer Tourismusbahn. Dieses Ereignis wollen wir mit einem kleinen Sektempfang und einer Premierenfahrt feiern. Lassen Sie mich dazu eine kurze Erläuterung abgeben. Nach einer unvorhersehbaren Betriebseinstellung der Waldecker Bergbahn Anfang dieses Jahres ist ein wichtiges Transportmittel zwischen Waldecksee und dem Marktplatz sowie dem Schloss weggefallen. Viele Touristen und Einheimische haben die Seilbahn benutzt. Zahlen von über 100.000 Personen wurden genannt. Übrigens laufen im Hintergrund weiter Verhandlungen, hat man mir berichtet. Es ist also noch nicht ganz abgeschrieben mit der Seilbahn. Auch sollen von Seiten des Nahverkehrs ab dem Sommer Fahrten vom Ortskern Waldeck zum Waldecksee gestrichen werden. Siehe WLZ vom 27.04.24. Es bestand also dringender Handlungsbedarf. Unter Federführung unseres Bürgermeisters, unseres Hauptamtleiters Klaus Wetekamp mit der Verwaltung und Claudia Unger vom Tourismusbüro wurde schließlich Kontakt mit dem Betreiber Herrn Wolters aus Köln aufgenommen, den ich von dieser Stelle herzlich grüße. Er wird auch die ersten Fahrten mit uns durchführen. Nicht unerwähnt sollen die Mitarbeit aller Gremien der öffentlichen Belange, die Hessenmobil, Kreisverkehrsbehörde, die Polizei und der RP bleiben, die kurzfristig eine Genehmigung erteilt haben. Was, füge ich mal hinzu, äußerst ungewöhnlich ist, dass das so schnell hingehauen hat. Auch geht ein Dank für Anregungen und Mitarbeit an meine Kolleginnen und Kollegen aus der Politik. Die drei Tourismus-Hotspots Schiffsanleger Waldecksee, Marktplatz Waldeck und Schloss Waldeck werden im 45-Minuten-Takt angefahren. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den ausliegenden Flyer. Jawohl, es gibt Flyer überall, müssen Sie einfach reinschauen. Bei Claudia Unger und Elke Zopf bedanke ich mich für die Organisation des Sektempfangs. Bei Herrn Wolters, dem Betreiber der Bahn, bedanke ich mich für die zügige, professionelle Organisation. So, von mir soll das mit Blick auf die Abfahrtzeit gewesen sein. Ich wünsche der Waldecker Schlossbahn allzeit gute Fahrt. Danke.
Zum Hilfe. Hallo, herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Susanne Danz, ich bin von der AWE, aktives Waldeck am Edersee. Ich vertrete hier heute die Gewerbebetreiber der Stadt Waldeck und wir freuen uns ganz besonders, dass das wirklich so kurzfristig möglich war, hier die Ederseebahn einzurichten. Von unserer Seite aus gibt es ein ganz, ganz dickes Lob, dass das so schnell durch alle Gremien hindurch gejagt worden ist. Und wir freuen uns auf eine tolle Saison für unsere Gäste, damit diese 200 Höhenmeter letztendlich, die es ja letztendlich sind, gut bewerkstelligt werden können. Und wünschen natürlich der Ederseebahn alles, alles Gute, viel Erfolg. Dankeschön. Genau, also ich mache es auch ganz kurz. Es hat mal wieder die Waldecker Politik bewiesen, wenn es darum geht, Lösungen herbeizuführen, dann sind sie pragmatisch, schauen in die Zukunft und dass wir innerhalb kürzester Zeit mit dem Herrn Wolters zusammen eine neue Attraktion hier schaffen konnten. Da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken, diese Verbindung hergestellt zu haben vom See hoch nach Waldeck und was es bedeutet, dass wir die Anbindung nicht mehr haben. Das merken wir tagtäglich in unserer Arbeit im Tourismusbüro, wenn eben gerade so eine Verbindung wegfällt, ob das die Jugendherbergen oder die Reisebusse oder was auch immer sind. Wir sind froh und dankbar, Herr Wolters, wir wünschen Ihnen alles, alles Gute und viel Erfolg. Wie haben Sie Waldecker unterhalten und wie können Sie uns beurteilen? Ich bin ja noch gar nicht so lange her, dass das erste Mal in Waldeck war. Und da habe ich mir das hier angeguckt und bin sehr herzlich aufgenommen worden. Und dann sind wir in einer kleinen Runde die Strecke abgefahren und dann habe ich das schöne Panorama gesehen, den See. Und selbst hierhin schon waren es 50 Kilometer Natur von der Autobahn. Und ich dann die Strecke gefahren bin, habe ich gesagt so, ja, das ist eine passende Strecke und hier waren alle Zeichen wirklich auf grün und wir wollen was. Und dann hat man mich gefragt, könnten Sie das denn auch kurzfristig hier ein Konzept machen? Ja, sag ich, bin schon schnell, ich sag, in einer Woche sollte was da sein. Na, es wäre gut, wenn es übermorgen da wäre. Und dann habe ich Vollgas gegeben und habe ein Konzept entwickelt. Ich habe mittlerweile über 12 Linien in Deutschland schon gehabt und hatte auch gerade 2 Verlängerungen einer Linie. Deswegen waren meine persönlichen Voraussetzungen gerade alle abgeprüft und die Politik hat gut mitgespielt. Die Bezirksregierungen haben gut mitgespielt und ich habe gesagt, das ist ein tolles Projekt. Und das war auf jeden Fall das kürzeste Genehmigungsverfahren, was ich kenne. Und ich kenne viele Genehmigungsverfahren. So. Die